Wir haben die Aufgabe, historische Gebäude, Gleise, Archive, Monumente und Kunstwerke zu finden und zu schützen. Wie viele Männer? 6. Grundgütiger. Mit dir sind 7. Das ist viel besser. Willkommen im Krieg, Sergeant. Jeder wollte dabei sein, weil es eine gute Story ist, die auf einer faszinierenden, wahren Begebenheit beruht. Die Besetzung ist ein All-Star-Team. Es ist ein Ensemble von Anti-Helden für eine heldenhafte Geschichte. Ich erstarrte vor Ehrfurcht am ersten Drehtag. Es ist eine Ehre, mit so wundervollen Schauspielern zu arbeiten. Das Ensemble ist einfach Weltklasse. Beim Schreiben des Drehbuchs hatten wir für alle Rollen schon diese Schauspieler im Kopf. Monuments Man, bist du nicht ein bisschen alt dafür? James Granger ist ein sehr geradliniger Mensch mit viel Energie und einem tollen Sinn für Humor. Sind Sie ein guter Ehemann? Ja, das hoffe ich doch. Wir dachten sofort an Matt. Er ist ein so ehrenwerter Typ. Sie müssen irgendjemandem vertrauen. Ja, James, dann sagen Sie mir, wem. Es ist unser zweiter gemeinsamer Film. Es ist klasse, wieder mit ihm zu arbeiten. Bei Kate sieht alles so mühelos aus. Das heißt nicht, dass sie sich keine Mühe gibt. Man sieht es nur nicht, wie bei einem echten Profi eben. Okay, schalt ihn aus. Ich schalte ihn aus. Du hast Familie. Du doch auch. Okay. Unsere Figuren sind total überfordert, was das Kämpfen angeht. Doch jeder leistet seinen Beitrag. George brachte uns zusammen und meinte, kannst du Bob Balaban das Leben schwer machen? Ich dachte kurz nach und sagte, ja, das kriege ich hin. Wir bleiben zusammen, Kumpel. Klar ist Bill für den Humor zuständig, aber er gibt dem Ganzen auch eine sehr emotionale Wendung. Es sind wundervolle Charaktere, vor und hinter der Kamera. Die Arbeit war ein Privileg. Du wirst mich so vermissen, wenn das hier vorbei ist. Eher nicht. Manchmal denkt man, die hatten bestimmt ihren Spaß beim Drehen, aber man sieht es dem Film nicht an. Das war hier nicht so. Jeder hat bei der Arbeit sein Bestes gegeben, aber gleichzeitig auch die gemeinsame Zeit sehr genossen. Agent Altar ist in der Mine in Alt-Aussee. Wollen wir ihn holen? Monuments Man. Ungewöhnliche Helden. Ab Donnerstag, den 20. Februar. Nur im Kino. Lust, im Krieg mitzumischen? Monuments Man. Ich soll ein Team zusammenstellen und versuchen, Gebäude, Brücken und Kunstwerke zu schützen, bevor die Nazis alles zerstören. Wie viele Männer? 6. Grundgütiger. Na, mit dir sind 7. Oh, viel besser. Du willst also mitten in ein Kriegsgebiet mit ein paar Architekten und Künstlern und unseren Jungs dann sagen, was sie in die Luft jagen dürfen und was nicht? Ja, genau. Sind wir nicht ein bisschen alt dafür? Ja. Wir machen die Ausbildung und warten auf Befehle. Ausbildung? Hilfe! Grundausbildung. Hm. Oh Mann. Zerstöre die Kultur eines Volkes. Und es ist, als hätte es nie existiert. Wir kriegen Besuch! Frank, wir müssen hier weg! Genau das will Hitler erreichen. Und deshalb dürfen wir das nicht zulassen. Wir dürfen ein paar Nazis erschießen. Ihr seid jetzt dafür verantwortlich. Ich habe noch nie auf jemanden geschossen. Der haut ab! Er wollte es wirklich alles haben. Holen wir es besser zurück. Was ist los? Ich glaube, ich bin auf eine Landmine getreten. Warum machst du sowas? Was ist los? Unser Lieutenant hier ist wohl auf eine scharfe Landmine getreten. Warum machst du sowas? Ihr verbringt offensichtlich zu viel Zeit miteinander.